Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Jawohl, es ist schon eine ganze Weile her, dass wir das letzte Mal gezockt haben, aber jetzt ist es wieder soweit und wir können unseren Laden wieder betreiben. So, ich schau mal aus. Ja, schön, weil ich habe mir eine kleine Notiz gemacht. Wir müssen jetzt hier anfangen zu handeln, ne? Also, wir müssen unsere Sachen verkaufen, die ich sehe gerade in meiner Tasche. Hammer. Gutes Zeug, das möchte ich aber gern behalten. Aha, hier hätten wir noch ein drittes. Da drüben hätten wir noch ein fünftes. Ich versuche da gerade Sachen zusammenzusuchen. Warum habe ich hier so ein Chaos drin? Ist das Absicht? Wartet mal ganz kurz. Da stimmt was nicht, glaube ich. So, mal alles zurückgeben. So, jetzt da. Schauen wir mal, wo wir genug Zeugs haben. Hier zum Beispiel. Dann das da. Dann glaube ich das hier. Die Bücher können wir ohne weiteres geben. Den können wir mitnehmen. Da oben haben wir was. Na. Jawohl, andererseits geht auch. Ah, ich wollte eigentlich das mitnehmen. Da hätten wir noch ein Buch. Was haben wir hier noch Schönes? Das hier, das hier, das, das, das. Das hier. Ach ja, warte mal, das brauche ich auch, ne? Nur darf ich das nicht verkaufen. Da kommt jemand holen, glaube ich, ne? Das Zeug. War da nicht irgendwas? Tatsächlich, irgendwer kommt was holen. 5 Stück Holz, genau. Das haben wir mit. Hier, passt. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Verkauf. So, meine Lieben, herzlich willkommen. Wir haben geöffnet, bitteschön. Aha, der hätte gern was. Ja, bitte. Für heute könntest du mir innerhalb von 3 Tagen 5 Uhr altes Holz bringen. Ja, das haben wir. Haben wir das jetzt abgegeben? Verdrückt? Na, ist gegangen. Super. Hat hingehauen. Aus dem Inventar ist es draußen. Müsste passen. Super. Ba, ba, ra, ba, ba, ba. Jawohl, da freut er sich. Vielen Dank. Ciao, ciao. Dankeschön. So, dann können wir schon unsere neuen Sachen ausstellen. Ah, na, das sollte man lieber nicht machen. Den hier und das hier. Sind wir da richtig mit? Hoppala. Da freut sich jemand. Wow. Sind wir da richtig? Ich muss wieder reinkommen ins Spiel. 50, 60 habe ich hingegeben. Passt 40, 400, das passt auch. Gut. So. Danke für den Einkauf. Dankeschön. Bist du ein Dieb? Schaust du komisch aus. So, und so kann man von mir aus. Ah, da habe ich noch gar keinen Preis. Aha, okay, da kann man teurer werden. Ich würde sagen, so. Ach, ich glaube, das können wir lassen. Und da geben wir einen Preis, sagen wir mal, von 400. Jetzt muss ich aufpassen, ob das jetzt wohl kein Dieb ist. Aber wie ein Kunde aus. Okay, das ist ihm zu teuer. Nein! So. Ich verdrück mich schon wieder. Das ist schon wieder sehr lange her, dass wir das letzte Mal gespielt haben. So. Das ist ihm auch zu teuer. Aber es war was anderes gemeint. Da hat jemand was gekauft. Super. Die Sachen gehen wir jetzt auch mal auf 400. 400. So. 400 hier. Ist mal gut. Gehen wir kurz aus dem Weg. Danke für den Einkauf. Ciao, ciao. So. Da ist jemand verliebt. Okay, das war sehr günstig. Die Wurzel. Verdammt. Das ist nicht gut. Echt jetzt?
Haben wir so gut den Preis erraten, dass wir den mittleren Preis gar nicht rauskriegen. Das habe ich zu billig hergegeben. Okay, muss ich mir merken, wenn wir wieder diese Zweige haben, die dürfen wir durchaus teurer verkaufen. Oh, das war verkehrt. Ich will es mal so. Oder? So. Und? Immer noch nicht. So. Vielen Dank für den Einkauf. Da freut sich auch jemand. So, das können wir nachlegen. Das heißt, 400 ist definitiv zu billig. Das heißt, wir machen 500 daraus. Oh. So, ich muss schnell dahin. Danke für den Einkauf. Aber das mit dem Trankerl hier verstehe ich nicht so ganz. Komme ich gerade nicht mit. Wow, das liebt er. 4000 ist zu billig, okay? Muss ich mir gleich mal merken. Das ist zu teuer, der Trank. Echt jetzt? Da komme ich gerade nicht mit. Letztens war der aber super. Vom Preis mit 59, das ist ihm zu teuer. Ich bin verwirrt. 4000 war eindeutig zu billig, da machen wir 5000 draus. Und hier unten gehen wir das, würde ich sagen, 450, hoppala. Okay, da können wir vielleicht, machen wir 440. Schauen wir mal. Danke für den Einkauf. Was haben wir hier? Dann machen wir hier 65. Das ist immer noch zu billig. Ich bin schockiert. Ich bin gerade echt schockiert. Okay, ich bin echt schockiert. Jetzt mach ich da mal ernst. Dankeschön. Dankeschön. Da habe ich nicht nachgeschaut, ne, beim Schwammerl. Okay, da gibt es noch gar niemanden, der sich dafür interessiert. So, so. Ich würde sagen so. Da würde ich sagen, so. Okay. Danke. Nehmt du das trotzdem, das ist super. Der nimmt es auch, obwohl er nicht sehr glücklich ist. Ui. Das hat ihm sitzt, glaube ich, als Frechheit. Machen wir es mal mit 300. Dann können wir das hergeben. Das machen wir auch mal mit 400, würde ich sagen. Jawohl, das ist glücklich. Dankeschön. Dankeschön. Da hat jemand das Buch genommen. Okay. Ja, bitte. Guten Tag. Ich hätte gerne 5-mal Dünger, bitte. Könntest du mir das innerhalb von 3 Tagen bringen? Ich hoffe, ich habe noch welche. Hallo, für die nächsten 3 Tage. Und zwar 10-mal Stoff-Frankling-Notizen. Okay, für den Tag 2. 3 Tage verbleibend. 24.000 kriegst du dafür. Es gibt ein Monster namens Stoff-Frankling-Notizen, das Notizen bei sich trägt. Würdest du mir 10 davon bringen? Okay. Ich versuch's mal. Versprechen kann ich nichts.
es ist ihm zu teuer. Was habe ich mir da getraut zu verlangen? 400. Hä? Wie kann es zu teuer sein, wenn da 300 schon war? Ich komme manchmal nicht mit. Na gut, wie schaut unsere Bilanz aus? Glaslinsen, Starkblätter, Dünger haben wir sehr viel verkauft. Und uraltes Holz hat nochmal 20.000 gebracht. Super, 90.196 Goldmünzen haben wir verdient. Schön. Gut, wir sind ausgeruht, wir sind startklar. Wir räumen noch schnell unsere Tasche aus. Und dann gehen wir schon wieder ab in den Dungeon. So, das Büchlein sind wir nicht losgeworden, nicht schlimm. Ich würde für mich aber gern den Trank hier mitnehmen. Sind wir voll? Ah, da haben wir den schwächeren Trank. Können wir aber eigentlich den schwächeren Trank auch für uns nutzen. Wäre gar nicht so blöd. Dann lasse ich den stärkeren für daheim. So. Ja. Theoretisch. Haben wir hier noch wo was drin? Da ist leer. Hier ist leer. Oh, hier ist ein Trankerl. Den gehen wir gleich hier rein. So. Passt. Dann gehen wir wieder auf die Pirsch. So. Der Schmied hat was für uns. Hallo. Gut ist das, Kleiner, ne? Wie kann ich dir helfen? Jo, das ist die Frage. Ich glaube nicht, dass wir das Graffel dafür haben. Blätter wird man benötigen. Könnte man die Rüstung schon aufmotzen? Platteln wird man sehr viele brauchen. Okay. Wie schaut's mit dem hier aus? Da unten, ne? Da brauchen wir viel altes Holz und von dem auch noch ein Graf und 46.000 Holz. Holla, die Waldfee. Bah, die Bögen schauen auch super aus. So, da haben wir alles gesehen, was er Neues hätte. Eine Hexe. Nun, da der Wald-Dungeon offen ist, entdecken wir viele Rezepte neu. So, der hat natürlich zu. Der hat, glaube ich, nur tagsüber offen. Ne? Passt. Egal, wir marschieren in den Dungeon. Dungeon, wo der Dung zu Hause, falsch, Dung zu Hause ist. Lalala, da sind wir. Hui. Ah, hui. Wir werden auch natürlich wieder mal müssen in den Golem-Dungeon gehen, um unser Equip zu verbessern, höchstwahrscheinlich. Vielleicht, dass wir da altes Material brauchen, vielleicht neue Waffen für uns bauen möchten und so weiter. Ja, schauen wir mal. Tada! Da sind wir wieder. Bam, bam, zack, 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 zack. Die sollen Rezepte droppen, haben es geheißen, ne? Hoppala, waren das jetzt die? Nö, oder? Da bin ich falsch informiert. Na nö. So, bitte sei nicht buffy. Halt. Aufs Maul bekommen, auf die Gosch, lalala, tarala. Das mit den Rezepten verstehe ich nicht so ganz. Muss ich jetzt einfach 10 von diesen Krippeln töten? Oder muss ich da echt was einsammeln und abgeben? Das verstehe ich nicht so ganz. Normal muss ich das ja sammeln und abgeben, oder? Flup. So, für uns. Skelett ist da keins. Das schaut verdächtig aus. Ja? Oi, oi, oi. Merken. Wir schauen uns erst den Dungeon hier fertig an, also diese Ebene.
und gehen dann rüber das Buch holen, damit wir schnellstmöglich die nächste Ebene erreichen können. Wir wissen, wo wir hin müssen, damit wir das Viech ausweichen können. Mehr Muster und Geheimnisse. Hast du es je zur dritten Ebene geschafft und dich dort überladen gefühlt? Achso, das hatten wir schon. Da ist überall nichts eigentlich, ne? Irgendwie habe ich da die falsche Waffe, ist wurscht. In dem Fall gar nicht schlecht. Alter, ich krieg schon wieder aufs Maul. Was ist mit dir, du Viech? Ich sterbe. Mit dir. Du auch. Bitte sei nicht buggy. Super. Da haben wir Wasser. Haben wir das schon gehabt? Ich glaube, ne? Nährstoffwasser. Na, das ist neu. Nährstoffwasser. Ah, nicht so schnell nach oben. Ich komme nicht mit. Nährstoffwasser. Wasser, das jede Menge Nährstoffe für ein gesundes Pflanzenwachstum enthält. Zenon sagt ständig, es soll nicht von Menschen konsumiert werden. Aha. Dann ist halt Regenwasser wahrscheinlich, ne? Zack, 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 zack. Aua! Berg auf die Gosch, das ist nicht schön. La, 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 la. So, da sind wir fertig. Das mit der Truhe hatten wir. Passt. Dann hier lang. Was zum Heilen für später. Was haben wir hier? Steht da was Neues? Es ist uns noch nicht gelungen, denjenigen zu fassen, der vor Jahren unser Experiment jetzt richtig gemacht hat. Jawohl. Mittlerweile verschwinden Tag für Tag gewisse Teile unserer Forschungsmaterialien. Es ist Sauerei, sowas. Wirklich wahr. Au! Okay, ich hab schon gesehen, du bist auf der Kusch vorher. Bitte. Nicht mein... Au! Sau, Pilzelendiger. Boah, der wird gleich wieder... Ah, durchdrehen. Vielleicht wäre so ein Zweihänder gar nicht schlecht, ne? Wenn wir uns den mal zusammenschustern, wenn wir uns das mal scheren. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass der eine bessere Reichweite hat. Und wenn er so derbe auf die Gosch kriegt. Ah, das wollt ihr jetzt alle. Okay, da oben geht's weiter. Gut. Das bedeutet, wir gehen jetzt das Büchlein holen. Platsch. Platsch. Dam, 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 dam. Ram, bam, bam. Ram, dam, dram. Da, ram, ba, ram. So, dann müssten wir uns in der nächsten Ebene eigentlich... Das müsste dann hier gehen. So. Dass wir den resetten können. Also, wir nehmen das mit. Das ist wieder so eine Waldfibel, oder wie war das? Waldgeschichte, so. Das Monster! Nein! Es will uns fressen! Lauf, Held! Lauf! Ich bin gespannt, ob wir diesen Schleimbatzen irgendwann einmal besiegen können. Ehrlich gesagt will ich jetzt gar nicht testen, ob er uns one-shotten kann. Und tschüss! Auf zur nächsten Ebene. Die ist sicher noch fieser als die hier. Was aus, die tun mir weh, die tun mir weh, die kleinen Riesendinger. Aber ich bin schneller und hau den Druck aufs Goschert. Scheiße. Das könnte jetzt ein Problem werden. So, ausweichen. Na, ist gut gegangen. Erstaunlicherweise gut gegangen. So.
Was haben wir denn da? Ja, zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand dieser Richtung. Sicher nicht. So. Was haben wir hier? Flucheffekt des angrenzenden Blockes aufgehoben. Zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand. Dann machen wir das mal so. Und du, mein Freund, kommst dahin. Tada! So ist besser. Okay. Stapeln können wir da mal nichts, ne? Sehen meine Äuglein? Nein, das geht nicht. Soll ich mich trauen? Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht. Oh, das wollte ich gerade. Was, der ist erledigt? Ich muss dringend was trinken. So. Wow, der hat gekrittert. Halbwegs. Da war anständiger Schaden dabei. Okay. Was machen wir kaputt? Ich würde sagen, das hier. Sehr gut. Passt, und wir hauen wieder ab. Jetzt könnten wir es uns erlauben, eigentlich hier kurz ein Päuschen zu machen, in die Stadt zurückzugehen und wieder zurückzukommen. Bam, 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 bam. Weil stacken können wir jetzt dabei nichts, ne? Nein. Wir können das, unsere Beute hier schnell abladen und dann wieder herkommen. Ich glaube, das wäre am besten so. Ich glaube, das werden wir machen. So. Also, wir machen kurz ein Tor auf. Ich habe mich verdrückt, Entschuldigung. Da, so. Ja, bitte. Einmal raus. Dann können wir nochmal in diese Ebene hier rein und was machen tun. Servus, grüß euch, servus, servus. Da. Also, wir schmeißen zack, 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 alles weg. Ich glaube, sicherheitshalber werde ich mich erdreisten. Feuerfester Stoff, hatten wir das schon? Nein. Ein Stoff, der sich einfach weigert zu brennen, gibt oft kleinere Sandsäulen. Vielleicht schützt er den Sand vor zu hohen Temperaturen, doch hatten wir. Wüstenstahlplatte, ein widerstandsfähiges Material, das flexibel wird, wenn ein Magnetfluss hindurchfließt. Ein Schmied würde sicher gerne damit experimentieren. Gut, passt. Ich werde die Tränke hier mitnehmen. Ja, passt. Und wir gehen nochmal in den Dungeon. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So. So. Und schwupp, wir werden ausgespuckt. So ist gut. So, zack. Ich dachte, da liegt was, da war das meine Frisur. Dann gehen wir hier nochmal rein, weil da müsste es sich resettet haben. Richtig. Passt. Sehr gut. Oh, du Sackelpicker. Was, den Schaden habe ich jetzt da riskiert? Wow. Passt, Hammer. Wow. So, jetzt bist du dran. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Au. Zack, 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 zack. Und
Hin ist auch. Sehr gut. Was haben wir da bekommen? Ah, das war wieder dieses, diese Wüstenstahlplatte, ne? Brennender Staub. Das hatten wir auch noch nicht, oder? Hochentzündlicher Staub. Eignet sich vorzüglich, um Feuer neu zu entfachen. Ich sollte meine Reserven am Ofen überprüfen. Doch hatten wir schon, ne? Was hatten wir? Das hatten wir doch schon. So. Na, du puste Dings. So. Jetzt hat sich's ausgepustet. So. Zack. Und auf zum nächsten Raum. Uiuiui. So, die brauchen wir unbedingt. Ah, 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 langsam, langsam, langsam. Sollten wir was taufen? So. Was? Das lief gut. So, du bist dran. So, sehr gut. Wow, die haben ganz schön viel getroppt. Gut. Auf zum nächsten Raum. Ah, die sind das, glaube ich, ne? Oi. Oi. Wow, wow, wow. Oh! Sehr gut. Das war ausgesprochen gut. So, das war auch sehr gut. Wir müssen unbedingt unsere Tränke... Ah, okay. Hat sich automatisch optimiert. Wirklich? Weil wir nichts hatten, ne? Das trinken wir jetzt mal. So. Da ist uns nichts, oder? Ja. Da ist eine Giftpfütze. Ja, das wollte ich mal testen. So. Das ist eine gute Ausrede, oder? Wow. Alter, jetzt fehle ich wieder. Spielst ein paar Wochen nicht und dann bäh. Schon alles für den Arsch. So. Pilze, Pilze. Das ist doch nix. Nein. Gut. Dann wieder zurück. Ich bin die Fehlkönigin. Lala. Soll ich da vielleicht runterschauen, ob da was ist? Und da ist nichts. Aber ich glaube, in die dritte Abteilung traue ich mich noch nicht. Da werden wir vorher schauen, dass wir besseres Equip kriegen, würde ich sagen. Aua. Aua. Autsch. Der eine da, der ist nervig. Wie er mir ausweicht. Jetzt habe ich dich. Du Mistfink. Autschi, Autschi, Autschi. So, was haben wir da Schönes? Obst. Was wird da? Zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand. Das lassen wir nicht zu. Und hier? Ebenfalls. Gut. Dann werden wir die beiden schön da am Rand hinstellen. So. Jetzt kriegen wir wieder mal so eine Knolle, ne? Frechheit. Wo der eine Kunde weg ist. Sauerei ist das. Drüben haben wir vielleicht noch eine Chance auf einen Drop. Nein. Und nächster Raum. Was zum Heilen. Oh, wie schön. So. Und weiter geht's. Da fällt mir gerade ein. Haben wir das? Steht da dasselbe? Wir wissen immer noch nicht, wer für dieses Chaos verantwortlich ist. Teile unserer experimentellen... Was? Teile unseres experimentellen Waldes verschwinden und werden ersetzt. Durch entstellte Ruinen, die vom grünen Schleim überzogen sind. Sauerei. Alter. Das ging jetzt fast ins Auge. Schleim. So, weg ist er. Mistschleim. Puh. Wie viel haben
jetzt eigentlich von diesem 7? Das können wir stacken. Hallo? So. Schon besser. Sonst ist da nichts. Da unten auch noch. Obwohl, da ist was. Aha. Okay. Was gefunden. Schön. So, dafür sind wir jetzt aber voll. Dünger habe ich keinen einzigen bekommen. Hätte ich das gewusst, hätte ich den jetzt mal stehen lassen, ne? Aber was soll's. Wir könnten jetzt natürlich wieder zurück nach Hause, was vielleicht schlau wäre. Ja, dann stelle ich hier das Portal, dann haben wir alle Gegner wieder frei. Also zu unserer Verfügung, ne? Wobei, ich könnte auch frech sein, das opfern. Aber will ich fast nicht eher das hier opfern. Ach, das ist auch nicht gescheit. Falls wir halt Items kriegen, die man nicht stapeln kann. Na, auf keinen Fall. Wir hauen nochmal ab. Ja, bitte ja. Und bringen unsere Beute in Sicherheit, ist besser. Dann können wir hier nochmal alle Räume machen. Theoretisch. Und können nochmal schön abstauben. Aber das werden wir erst im nächsten Part machen. Ihr Lieben, während ich jetzt unsere Taschen leere und wieder in den Dungeon zurückkehre, verabschiede ich mich schon mal für euch. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!